So, hallo, da sind wir wieder, Morrowind. Ja, wir suchen noch immer die verdammte Eiermine Gnisis. Und ich habe noch immer keinen Plan, wo die sein könnte. Denn wir haben eigentlich schon ziemlich breites Gebiet abgesucht und nichts gefunden. Und wenn die Eiermine Gnisis heißt, dann sollte sie doch irgendwo in der Nähe von Gnisis sein, oder? Das würde ich jetzt zumindest mal annehmen. Weiß ja nicht. Vielleicht habe ich auch nur eine verquerte Logik. Oh, da oben ist was. Da komme ich hin über diese Brücke. Mal schauen, was das ist. War ich da schon mal? Ne, da war ich auch noch nicht. Das schaut mir nach Eiermine aus, oder? Sagt, was ihr wollt. Vatolio Apo. Ich bin Offizier und kämpfe für die Kaiserliche Legion. Geht weiter. Sagst du irgendwas zu... Nein, sagst du auch nicht. Gnisis Eiermine. Yay. Okay, und da steht eine Wache davor. Das könnte das Ganze ein bisschen erschweren. Hier gibt es Quarma-Eier. Nun gut, ich könnte den Typen töten natürlich, ne? Ich könnte auch jetzt mal das Schloss aufbrechen und schauen, ob er mich dann angreift. Vorher werde ich noch einen Quicksave machen. Ach, so einfach kann es sein. Ja, ja. Ich renne hier wie ein Blöder in der Gegend herum. Dietrich, Dankeschön. So. Na. Yay, okay. Und er sagt nichts dazu. Von daher... gehen wir einfach rein. Wir wählen natürlich wieder den Eislutscher aus. Und schauen mal, was da drin auf uns wartet. Da es eine der späteren Magier-Gilde-Missionen ist, greift mich auch hier niemand an. Ich hatte eigentlich, wollte gerade sagen, dass es vermutlich ein bisschen schwieriger wird, aber okay. Ihr befindet euch in einer Eiermine, Fremdländer. Seid also vorsichtig. Quarma-Kundschafter und Krieger greifen Minenarbeiter nicht an, denn sie sind an unseren Geruch gewöhnt. Aber Eindringlinge sind nicht gefeit und ihr riecht wie ein Eindringling. Ja, Eiermine? Was ist der Ort, an dem ihr euch befindet? Du sagst auch zu Betames nichts. Hier liegt ein bisschen Geld. Quarma-Ei. Naja. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber gut. Wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Mine. Hier haben wir... Vorsicht! Vor was? Oh, ich würde sagen, ich gehe da mal nicht runter. Vielleicht, wenn ich rausgehe, dann. Du bist scheinbar auch kein Bösewicht. Ja, wo sind denn die Bösewichte? Du? Bist auch keiner. Aber du lässt mir nicht vorbei. Bist mir schon mal unsympathisch. So, hier haben wir Skripts, die größer wirken als sonst. Aber das kann auch Einbildung sein. Ich habe keine Zeit. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Untere Eiermine. Und hier geht's runter. Eine friedliche Ratte. Ne, doch nicht. Habe ich mich wohl getäuscht. So, und hier geht's ins Wasser. Hier ist aber rein gar nichts. Sehr gut. So. Ne. Kacke. So. Okay, das heißt dann wohl, wir gehen mal in die untere Eiermine. Weil was anderes gibt es ja nicht momentan. Mal schauen. Ihr dürftet nicht hier sein. Ich zähle jetzt bis 10 und wenn ihr dann noch da seid, gibt es großen Ärger. Aha. Ja gut, dann gehe ich mal raus und verwende meinen Schattenring, würde ich sagen. Da muss ich mal ganz rauf. Ich möchte jetzt keinen von der Kaiserlichen Legion töten. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwelche bösen Auswirkungen haben könnte oder so. Ja, du sprichst mich trotzdem an, aber
Gut, okay, hier gibt es Quarmakrieger. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich bin mir zwar nicht sicher. Gnisis Betames. Aha, Gnisis hat, die Eiermine hat also quasi eine Verbindung. Dwemerische Luftschiffpläne. Das klingt schon mal nach was, was wir gebrauchen könnten. Die Mine hat also eine Verbindung zu... Oh, der ist schon kaputt. Zur Ruine. Das wollte ich sagen. So. Und der ist auch kaputt. Okay, aha. Also die sind von durch die Mine da eingebrochen. Und haben jetzt da was geklaut oder so. Und das jetzt dann irgendwo in der Eiermine versteckt, oder wie? Verstehe ich das richtig? Oder war dieser Luftschiffplan schon alles, was wir brauchen? Göttliche Metaphysik. Das sieht mir wieder schwer nach einem Buch aus für den Typen, der die Vivek-Magier-Gilde anführt. Oh, und da kommen auch schon nette Viecher auf mich zugelaufen. Und auch für den Zwerg. Im Turm Telfir, ich habe seinen Namen vergessen. Aber dem könnten wir das auch noch zeigen, bevor wir es dem anderen Typen geben. So, wir sehen uns hier trotzdem noch mal ein bisschen um. Denn eventuell ist ja hier noch was. Ich denke mal, ich werde hier ganz einfach mal mit Levitation rüberschwirren und den lieben Kerl da töten. Machen wir einen Zauber, ist ja egal. Ah, fehlgeschlagen. Jetzt aber, oder? Ja. So. Hallo. So, die Frage ist, sind hier überhaupt noch Menschen? Oder was? Du kannst zaubern? Alter. Was sind das für heftige Viecher? So, hallo, ich stecke. Da geht's ins Wasser. Da unten liegt Mansilamat Vaptas. Dessen Haus wir gesehen haben, glaube ich. Da hätten wir quasi wieder ein unbewohntes Haus. Tja. Armer Kerl. So. Wo sind wir hergekommen? Ich glaube da, oder? Jetzt gehen wir mal da weiter. Oh, was bist denn du? Moment mal. Was ist da gestanden? Mansilamat Vaptas. Oh, sein Geist. Das ist ja witzig. Okay. Untere Eiermine. Ja, wir schlagen uns hier mal noch ein bisschen... Ah, jetzt greifst du mich gleich an. Tja, dein Pech. So, kaiserlicher Blablabla brauche ich alles nicht. Solange mein Verbrechen nicht gemeldet wurde, ist mir das herzlich egal. Wir haben hier Flynn, wir haben nochmal Flynn und wir haben... Piu, gleich mal heftigen Beschuss. Ah, meine Nase juckt heute so verdammt. So. Wir heilen uns mal und töten mal dich. Und töten auch den Rest von euch, natürlich. Oh, da ist noch einer. Oh, und da unten sind noch ein paar. Und meine Waffe hat keine Ladungen mehr, aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. So, damit haben wir jetzt schon ein paar von den Viechern ausgerottet. Und jetzt machen wir uns an die Königin. Warum denn auch nicht? Quarmei brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich eigentlich alles nicht. Gut, damit hätten wir fast die ganze Eiermine ausgerottet, wie es scheint. Hier gibt es noch eine Tür, hier gibt es auch noch eine Tür. Wir schauen mal auf die Map. Unterirdischer Fluss, Betames. Aha, da geht es nach Betames wieder. Dann schauen wir mal da rein. Eventuell ist hier noch was. Das Blöde ist ja, ich weiß ja nicht genau, was ich alles suchen soll. Oder finden soll. Göttliche Metaphysik. Da war ich doch schon. Hä?
Ja, doch, da war ich schon. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich bin da scheinbar wieder irgendwo gelaufen. Aber gut, dass ich da nochmal hergekommen bin, denn sonst hätte ich das Buch beim ersten Mal vergessen. ja, ich bin ziemlich verwirrt. Ach so, ja, genau, die ganzen Viecher haben mich nicht angegriffen, weil ich ja... unsichtbar war. Okay, da bin ich scheinbar durch irgendeinen Gang gelaufen, der im Kreis ging oder so. Und das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja gut, dann ist hier ja sowieso nichts mehr. Was bedeutet, wir können hier rasten, bis geheilt. Und uns dann ohne zu zögern verpissen. Durch die falsche Tür, wohlgemerkt. Ja, das ist das, wo ich rausgekommen bin. Und ich möchte wohin? Da? Nein, da geht's nach... Doch, da möchte ich hin. So, mal schauen. Wo waren wir hier noch nicht? Da geht's nach Gnisis. Das heißt, ich schaue mal in die andere Richtung noch ein bisschen. Oh ne, da war ich ja auch schon. Ne, 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 ne. Blödsinn, Blödsinn. So, hier liegen Quarmeier, hier ist nichts und dann gab es da noch diesen einen, dieses eine Gewässer da. Ja, ja, ich gehe schon. So, da schauen wir auch nochmal runter. Da geht es zwar weit runter, aber hier ist scheinbar nichts, ne. Okay, das heißt, wir verpissen uns auch hier wieder, wenn wir da irgendwo rauskommen. Ach, deswegen stand da Vorsicht, oder? Geht's da raus? Ne, da geht's raus. Okay. Schade. So. Gut, dann könnten wir eigentlich im Grunde auch einfach göttlichen Eingriff machen. Uns vertschüssisieren, da kommen wir sowieso wieder in Gnisis raus. Und von hier nehmen wir den nächsten Schlickschreiter nach Aldrun mal, oder nee. Wir sollten zuerst mal nach Aldrun können wir sowieso, weil das Buch interessiert die ohnehin nicht. Ich möchte nämlich zuerst, bevor ich das Buch an die Magiergilde weitergebe, aber das ist ohnehin in Vivek, möchte ich es dem Zwerg zeigen in Telfirs Turm. Oder eventuell muss ich das sowieso machen für den Magier-Gilde-Quest. Ich weiß es eigentlich nicht. Aber werden wir dann sehen. So, wir geben das Buch ab bei der guten Edwina Elbert. Habt ihr im Betames irgendwelche Entwürfe oder Blaupausen gefunden? Was? Ich glaube, es gibt noch weitere Entwürfe im Betames. Oh, es reicht dir doch. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon geglaubt, ich habe was liegen lassen. Puh. Dies ist wahrlich bemerkenswert, Karel. Diese Pläne sind sehr ähnlich. Vielleicht kann ich, wenn ich beide in meinem Besitz habe, ihre Geheimnisse ergründen. Es ist eine Schande, dass Erzmagier Trebonius eure Hingabe für die Gelehrsamkeit nicht teilt. Trebonius, der Gildenmeister, nun er ist sicherlich ein mächtiger Kampfmagier, aber was hat er schon vollbracht? Ich wünschte, die Gilde würde von jemandem geleitet, der der Gelehrtheit mehr Respekt erweist, besonders wo es hier in Wadenfell so viele interessante Dinge zu untersuchen gibt. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, wir fragen mal nach einer Beförderung. Wir entsprechen einfach nicht den Anforderungen. Okay, was fehlt uns denn? Ach so, ja, wir brauchen irgendwas auf 80, glaube ich, oder? Oder auf 70? Ich weiß jetzt gar nicht, mal schauen. Eine Fertigkeit mit 70, zwei mit 25. Was können wir denn auf 70 upgraden? Alchemie wäre das nächste. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier mal, was habe ich denn viel? Magie festigen? Nee, kann das nicht. Habe ich irgendwas, wovon ich viel habe noch? Was kann das? Magie wiederherstellen? Nee.
herstellen. Charisma. Oder Entzug Geschicklichkeit. Habe ich das irgendwo vielleicht? Entzug Geschicklichkeit. Nee, das finde ich jetzt alles nicht. Naja, egal. Ich hole mir das einfach ein anderes Mal. Was haben wir denn? Aufgaben. Ich habe keine weiteren Aufgaben für euch. Vielleicht solltet ihr euch an die Gildenkämmerer in Balmora oder Sadritmora wenden. Na gut, dann werde ich mal hier rausgehen und wo geht's denn hin? Achso, hoppla. ich werde mal einfach hier zur Kriegergilde schauen und eventuell haben die ja was für mich. Die ist ja praktischerweise gleich gegenüber. Hallo, so. Die Aufträge vergibt hier dieser nette Kerl hier. Wie steht es mit diesen Banditen in Suran? Konntet ihr bereits Avon Oran sprechen? Mit Sergio... Aha. Banditen in Suran, das habe ich ganz vergessen. Geht nach Suran, um mit Sergio Avon Oran zu reden. Er kann euch mehr darüber sagen, was vor sich geht. Okay, das heißt, wir gehen nach Suran. Wie auch immer wir dorthin kommen und wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Suran. Sedanen. Pelagiat. Irgendwo da oben? Ne, da oben kann nichts sein, oder? Das ist ja alles böses Dingsensgebiet. Ich habe Suran Dings eingezeichnet. Drum werde ich vermutlich diesen Auftrag auch nicht gemacht haben. Suran. Habe ich aber sonst schon mal irgendwo gelesen, glaube ich. Kann das sein? Oh, da war Suran. Da ist Suran. Bal-Ur Suran. Wie komme ich da hin? Nach Suran. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt mal noch schauen, ob ich hier irgendwo auf die Schnelle nach Suran komme. Sonst machen wir das beim nächsten Mal. Kul Magan Gnisis, was ist denn da in der Nähe? Suran, da haben wir eine Chulefting Vivek ist in der Nähe und Molag Ma ist in der Nähe. Gut, dann reise ich mal nach Balmora, so als Zwischenstation. Und von da aus, du bist das, reisen wir nach, oh, Suran. Ja, sehr gut. So, und mit der Quest im Detail beschäftigen wir uns. Oh, die Stadt war das. Ich kann mich erinnern. Beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Bis dennsen.